Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von energieexperten.ch, dem Energieeffizienzblog der EKZ Energieberatung. Mit dem Podcast Energieexperten. NZZ Akzent. Wir wissen es, die Situation in Gaza ist schwierig. Die Menschen haben Hunger und brauchen dringend Hilfe. Und teilweise erhalten sie Hilfe aus der Luft, aus dem Flugzeug. Und du, Revert, warst bei so einem Flug mit dabei. Ja, das stimmt. Ich bin mit der jordanischen Luftwaffe in einem kleinen Transportflugzeug über den Gazastreifen geflogen. Ich war an Bord von einer Hercules C-130, das ist also wirklich eher ein kleineres Transportflugzeug, wo so zwei Paletten mit jeweils 8 Paketen von Hilfsgütern drin waren. Und hinter diesen Paletten, da waren einige Soldaten der jordanischen Luftwaffe und eben einige Journalisten an Bord. Man sitzt dort nicht auf Sitzen wie bei einem normalen Linienflug, sondern es ist mehr wie eine Bank. Es gibt auch keine Anschnallgurte und es ist wirklich sehr, sehr laut dort an Bord. Also man kann sich nur durch Schreien verständigen. Und wir kommen vom Mittelmeer und schauen eben dort auf den nördlichen Gazastreifen. Da sieht man wirklich, nahezu jedes zweite Haus ist zerstört. Man sieht ausgebombte Straßenzüge, kaum Menschen auf den Straßen, kaum Autos unterwegs. Und dann, das geht wirklich ganz schnell, vielleicht eine Minute, geht die Klappe hinten im Flugzeug auf und diese Hilfsgüter sausen an Fallschirmen befestigt nach unten. Kurz danach sind die Soldaten wieder ganz ruhig nach dieser Anspannung, lehnen sich an die Wand, setzen sich dorthin, wo bis vor kurzem die Hilfsgüter noch waren. Einige rauchen oder schauen aufs Handy. Und mir hat ein Offizier der jordanischen Luftwaffe gesagt, wir Jordanier, wir wollen eigentlich noch viel mehr helfen. Er ist stolz, dass sie das tun, aber er wünschte auch, sie könnten noch viel mehr tun. Jordanien war schon immer ein Land zwischen den Fronten. Mit dem Gazakrieg hat sich das nochmal verschärft. Nahost-Korrespondent Revert Hoffer erklärt. Ich bin Antonia Moser. Revert, ein Blick auf die Karte sagt ja eigentlich schon viel aus, wenn man sich das mal vor Augen ruft. Also Jordanien ist ja richtig eingeklemmt. Links, also im Westen, ist Israel, rechts im Osten der Irak und gar nicht weit weg dann gleich der Iran. Genau, das stimmt. Jordanien ist nicht nur geografisch, sondern auch wegen geopolitischen Interessen ziemlich in der Zwickmühle. Und dass die großen regionalen und auch weltpolitischen Mächte auf Jordanien einwirken und die jordanische Regierung eigentlich ständig so einen Balanceakt vollziehen muss, das ist nichts Neues. Nur ist es jetzt nochmal intensiver geworden, wie zum Beispiel jüngst in dem Konflikt zwischen Iran und Israel. Genau, der ist ja gerade jüngst wieder eskaliert. Das stimmt. Du erinnerst dich, das habe ich auch hier im Podcast erzählt, als Mitte April Iran über 300 Raketen und Drohnen auf Israel geschossen hat. Das war ein beispielloser Angriff. Also zum ersten Mal hat Iran von seinem eigenen Territorium Israel angegriffen. Mhm. Nur 9 von diesen Geschossen sind eingeschlagen in Israel. Und das liegt auch an Jordanien. Okay. Denn Dutzende iranische Drohnen, die sind über jordanisches Staatsgebiet geflogen und die wurden von Jordanien abgeschossen. Über seinem eigenen Staatsgebiet. Und in Israel, da wurde das wirklich groß aufgenommen, es gab ein großes Medienecho und gerade in der Öffentlichkeit waren viele dankbar für diese Hilfe, die Jordanien Israel in diesem schweren Moment geleistet hat. Wie kommt es denn, dass Jordanien als arabisches Land Israel hilft? Also da stelle ich mir vor, sind die Beziehungen wahrscheinlich nicht so einfach. Das stimmt, sie sind nicht einfach, aber zwischen Jordanien und Israel sind die Beziehungen speziell, vor allem im Vergleich zu anderen arabischen Staaten, denn zwischen Jordanien und Israel gibt es
einen Friedensvertrag, und zwar schon seit 1994. Okay. Und eigentlich seit diesem iranischen Angriff, da träumen die Israelis von noch mehr. Sie wollen eigentlich, dass Jordanien und auch andere arabischen Staaten eine wirkliche Allianz eingehen gegen Iran, gegen den Erzfeind Israels. Und die Jordanier, die sind da so ein bisschen zurückhaltend. Die wollen eigentlich eher diese Zweckgemeinschaft, die es zwischen beiden Ländern gibt, beibehalten. Aber warum denn, ein bisschen provokant gefragt, wollen denn die Jordanier überhaupt diese Zweckgemeinschaft beibehalten? Also was haben sie davon? Nun, Jordanien ist schlicht auf den Westen und vor allem auf die USA angewiesen, in militärischer Hinsicht, aber auch in finanzieller Hinsicht. Es ist ein Wüstenstaat, der eigentlich so gut wie keine eigenen Rohstoffe hat, und es sind knapp 3000 amerikanische Soldaten, die auch die Sicherheit Jordaniens gewährleisten, im Land ständig stationiert. Und auf Israel ist das Land in gewisser Weise auch angewiesen wegen seiner eigenen Wasserknappheit. Es gab immer wieder Wasserlieferungen von Israel nach Jordanien. Da wird auch immer wieder drüber verhandelt, aber eigentlich braucht es Israel und den Westen. Das heißt, dieser Abschuss der Drohnen, das war auch ein Signal an diese Partner: Wir wollen diese Beziehung nicht gefährden, mehr eigentlich auch nicht. Aber es war auch in gewisser Weise eine Botschaft an den Iran. Also, was ist denn das für eine Botschaft, die Jordanien da senden will? Es ist eben eine klare Ansage an die Iraner, dass sie diesen Bruch ihrer Souveränität nicht akzeptieren, dass der Iran nicht einfach die Drohnen über ihr Staatsgebiet schicken kann. Und das hängt eigentlich mit dem Konflikt zusammen, der im ganzen Nahen Osten herrscht, nämlich zwischen einerseits den sunnitisch-arabischen Ländern und eben dem schiitischen Iran. Und auch Jordanien ist, so wie beispielsweise Saudi-Arabien, ein sunnitisches Land, und es fühlt sich vom schiitischen Iran bedroht. In Jordanien ist es nochmal brenzliger, denn der Iran, du hast es am Anfang schon gesagt, ist sehr nah dran. Jordanien im Osten grenzt direkt an den Irak, und im Irak, da unterhält der Iran, so wie in anderen Ländern auch im Nahen Osten, eigene Milizen, die für Jordanien wirklich eine Gefahr sind. Anfang des Jahres, da haben diese pro-iranischen Milizen sogar eine amerikanische Basis in Jordanien angegriffen, und man fühlt sich in Jordanien schon von diesem Einfluss Irans vor der eigenen Haustür bedroht. Also Jordanien ist da wirklich irgendwo eingeklemmt, eben zwischen Israel im Westen, wo man die guten Beziehungen irgendwie braucht, zwischen im Iran im Osten, was irgendwie bedrohlich ist. Und jetzt kommt eben zu all dem noch der Gaza-Krieg hinzu. Warum hat der Jordanien jetzt noch mehr in Bedrängnis gebracht? Nun ja, wie ich gerade schon gesagt habe, die jordanische Regierung, die ist eben sehr pro-westlich und damit auch pro-israelisch. Sie kritisiert zwar immer wieder die israelische Kriegsführung in Gaza, aber die grundsätzlichen Beziehungen zu Israel und eben zum Westen will sie auf keinen Fall aufs Spiel setzen. Und das sieht aber die jordanische Bevölkerung ganz anders. Die wollen eigentlich lieber heute als morgen einen Abbruch der Beziehungen zu Israel. Das Volk in Jordanien ist eben deutlich kritischer gegenüber Israel als die Regierung. Und dazu musst du wissen, das liegt daran, dass eben Jordanien sehr eng mit Palästina, mit den palästinensischen Menschen verbunden ist. Also ein Fünftel der Bevölkerung in Jordanien sind Palästinenser. Und die Hälfte hat selbst palästinensische Wurzeln. Und diese Verbindung zu Palästina, die geht sogar bis hinauf ins Königshaus, das Königshaus der Haschemiten, das Jordanien immer noch regiert. Denn selbst die Königin Rania, die ist Tochter von palästinensischen Eltern. Und deswegen spürt man eigentlich im ganzen Land so eine große Betroffenheit, eine sehr, sehr enge Verbindung mit den Palästinensern und den vielen Tausenden Toten in Gaza. Man fühlt sich denen eben sehr nah, und das ist wirklich ein Problem für die Regierung. Wir sind gleich zurück. Wer mehr über Energie weiß, kann mehr aus Energie machen.
Das ist das Motto im Podcast «Energieexperten». Wir besprechen, wie wir als Gesellschaft die Energiewende erfolgreich umsetzen können. Jeden zweiten Dienstag gibt es ein Gespräch zu den wichtigsten Fragen rund um das Bauen, Wohnen, Business und die Mobilität und jeden Donnerstag einen Text aus dem Blog der Energieexperten. Revat, du hast diese Spannung aufgezeigt von einer Regierung, von einem Königshaus, das sich mit Israel irgendwie arrangiert, aber gleichzeitig ein Volk, das sich mit den Palästinensern solidarisiert. Wie geht das zusammen? Ja, es geht eben nur sehr schwierig zusammen und man sieht, die Stimmung in Jordanien ist teilweise explosiv. Das habe ich selbst gesehen, als ich dort war in Amman, in der jordanischen Hauptstadt. Da war ich am Freitag nach dem Gebet in der Innenstadt, wo eine große Demonstration stattgefunden hat. Und diese Demo, die war schon nicht nur pro-palästinensisch, sondern auch tatsächlich pro-Hamas. Die Leute dort auf der Straße haben immer wieder Sprechchöre gerufen, wo sie der Hamas gedankt haben, wo sie zum Dschihad aufgerufen haben. Und das Bemerkenswerte, fand ich eigentlich, war, dass die Menschen dort wirklich bunt gemischt waren. Das waren alte, junge Leute, religiöse, aber auch säkulare, die dort eben wirklich sich hinter die Islamisten gestellt haben und immer wieder einen Abbruch der Beziehungen zu Israel gefordert haben. Mhm. Und diese Demonstration, wo ich war, die war vergleichsweise klein. Das waren jetzt einige hundert Leute, die dort mitgelaufen sind. Einige Wochen vorher, im April, da war das allerdings besonders heftig. Da gingen Tausende auf die Straße, und zwar nicht in der Innenstadt, wo ich war, sondern vor der Botschaft des Staates Israel. Und dort ist es dann auch eher eskaliert. Die Polizei hat irgendwann Tränengas eingesetzt und mehrere hundert Menschen verhaftet und hat eben versucht, da mit harter Hand gegen die Demonstranten vorzugehen. Warum ist denn die Polizei jetzt so hart dagegen vorgegangen? Ja, dazu muss man wissen, diese Proteste, die werden größtenteils organisiert von den Muslimbrüdern in Jordanien. Und das ist eine islamistische Organisation, die ideologisch nah auch an der Hamas ist. Mhm. Und in Ägypten sind die Muslimbrüder beispielsweise verboten. In Jordanien dürfen sie sich weiter betätigen. Und mit diesen Protesten gegen den Krieg in Gaza haben die Muslimbrüder sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und auch viel Zustimmung in der Bevölkerung bekommen. Und das macht die Regierung so langsam ein bisschen nervös. Mhm. Also die haben jetzt das Gefühl, da kommt eine Konkurrenz hervor eigentlich. Ja, das stimmt. Und vor allem, weil auch viele junge Leute eben wirklich sehr, sehr wütend sind auf ihre Regierung, die weiterhin Beziehungen mit Israel unterhält. Und die Regierung in Jordanien, die versucht jetzt eben gegen die Muslimbrüder vorzugehen. Anfang Mai, da wurde ein TV-Sender, der mit den Islamisten verbunden ist, verboten. Und man geht eben stärker gegen diese Proteste vor. Auch weil in diesem Jahr gewählt wird. Im September finden Wahlen in Jordanien statt. Und da ist eben die große Befürchtung, dass die Muslimbrüder jetzt sehr viel besser abschneiden werden als vorher. Also das heißt, die jordanische Regierung, die setzt da bei diesen Islamisten voll auf Repression. Sowohl als auch. Einerseits wurden eben Menschen eingesperrt und man versucht, diese Demonstrationen klein zu halten. Und andererseits will der König und auch die Regierung den Volkszorn so ein bisschen besänftigen. Also beispielsweise wurde der jordanische Botschafter aus Israel abgezogen oder man weitet eben auch ganz stark diese Hilfslieferungen in den Gazastreifen aus. All diese Abwürfe von Hilfsgütern aus der Luft, die laufen alle über Amman, über diese Luftwaffenbasis nahe der jordanischen Hauptstadt. Aber das, was die Demonstrierenden eigentlich fordern, also der komplette Abbruch der Beziehungen zu Israel von Jordanien, das ist keine Option.
Nein, das glaube ich eher nicht, denn dafür sind die Beziehungen, die Jordanien zum Westen, zu den USA unterhält, zu wichtig. Also gerade die militärischen, aber auch die finanziellen. Ich denke aber, dass der Westen selbst aufpassen sollte, dass Jordanien nicht kippt. Kippt, was meinst du damit? Nun, dass da kein Chaos entsteht, dass eben Jordanien in Zukunft nicht von diesen Islamisten dominiert wird, die jetzt gerade während des Gaza-Kriegs an Aufwand gewinnen. Denn Jordanien ist eigentlich einer der wichtigsten Partner für den Westen in dieser Region, also seit Jahrzehnten ein Stabilitätsanker. Nicht nur die Amerikaner haben dort Soldaten stationiert, sondern auch Deutschland und andere europäische Staaten. Und sollten eben diese Extremisten dort an die Macht kommen oder vielleicht sogar immer stärker die gesamte Gesellschaft dominieren, dann kann das wirklich gefährlich werden für die ganze Region und auch darüber hinaus. Und eigentlich kann man sagen, jeden Tag, den dieser Krieg länger geht, das ist sowas wie so ein Rekrutierungsprogramm für die jordanischen Muslimbrüder, weil sie eben von der Wut in der Bevölkerung zehren können. Revat, herzlichen Dank für diesen Blick nach Jordanien. Sehr gerne, Antonia. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge war David Vogel. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.